Zerbrochenes Walknochenschwert. Brauchst du nicht mehr, ne? Brauchst du nicht mehr. Eine Flamme brennt in Brenners Mark. Tilla hat auch noch ein Bild von dir gemalt. So viel zu lesen. Ich habe aufgeräumt. Herrin Brianna, wie gebeten habe ich ihre audiografischen Aufzeichnungen im Archiv im Keller eingelagert. Außerdem habe ich auch um das Orakulum aufgeräumt, ganz wie sie es wollten. Ein paar der anderen haben über die alten Linsen geredet, die sie nach dem Unfall aus dem Orakulum entfernt haben. Meinten, sie wollten diese Linsen für immer auf dem Meeresgrund begraben. Naja, das schien mir nicht richtig zu sein, also habe ich sie einfach in der Bildniswerkstatt verstaut, falls sie sie noch einmal brauchen sollten. Ich habe alle meine anderen Aufgaben erledigt, also koche ich nun ihre Mariendisteltee. Ich bin dankbar für die zweite Chance, die sie mir gegeben haben. Mit der Zeit werde ich Delilahs Präsenz sicherlich spüren und die Magie erlernen, so wie meine Schwestern. Werfen Sie mich bitte nicht raus. Ich werde Sie und unsere Kaiserin mit Stolz erfüllen, das verspreche ich. Carina. Jetzt nicht mehr. Ein fertiger Brief an Delilah. Delilah, wenn wir nicht reden können, schreibe ich ihm. Es gibt Dinge, die nur du verstehst. Jeden Tag spüre ich, wie meine Verbindung zum Nichts stärker wird. Und dadurch und durch mich ruft deine Kraft diejenigen, die sich unseren Zirkel anschließen könnten. Neue Gesichter, neue Stimmen. Unsere Verbindung ist stärker als in Brickmore. Und doch scheinst du so weit entfernt zu sein. Wären wir zusammen, könnte ich dir mehr sagen. Es ist, als könnte ich eine andere Zeit und einen anderen Ort sehen. Du hast einen Vorhang beiseite gezogen, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Oder leider, der Wind trägt ein seltsam und wunderschönes Flüstern zu mir. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dein Werkzeug sein zu dürfen. Alles klar. Naja, sie hat sie auch im Grunde von einem miesen Leben gerettet, in einer Ehe, wo sie wahrscheinlich unglücklich gewesen wäre. Vorschlag von Verwalter Hagen. Und Brenna Ashworth, die Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Auch wenn wir uns noch nie begegnet sind, haben wir doch den gleichen Beruf. Wir beschäftigen uns mit kulturellen Artefakten und historischen Kuriositäten. Sie in Sekonus und ich in Morley. Ich habe schon viel von Ihnen gehört und bewundere die Geschichten über Ihre Ausstellungen. Nun aber zur eigentlichen Sache. Ich schlage einen künstlerischen Austausch vor. In der Galerie für Geschichte und Bildhauerei in Morley stellen wir Werkzeuge vieler großer Künstler aus, darunter auch Anton Sokolov. Außerdem besitzen wir viele ausgegrabene Objekte, teilweise mit äußerst ungewöhnlichen Eigenschaften, die unsere Besucher immer wieder aufs Neue unterhalten und verwirren. Wir möchten uns jedoch erweitern. Wären Sie da hingehend an einem Austausch interessiert? Besonders gerne würde ich einige Ihrer eigenen Arbeiten und auch die Sammlung mechanischer Fauna Ihres Konservatoriums in die Hände bekommen? Mechanische Fauna. Ja. Mit hoffnungsvollen Grüßen, Finlay Hagen, Verwalter, Galerie für Geschichte und Bildhauerei in Morley. Das einzige Mechanische, was mir jetzt einfällt, sind halt die Soldaten, aber die gehen ja wohl kaum als Tiere durch, oder? Oder? Oder meine die hier? Für mich sehen die eher aus wie ausgestopft und nicht wie mechanische Puppen oder so.
Ach, Sokolovs Buch wieder. Sokolovs Buch wieder. Leila Kappas Boom. Ich wollte eigentlich ins. Na gut, reden wir mit ihr. Vor mir verstecken könnten, kaiserlicher Schutzherr. Wir sehen uns in der Stadt, in der sie geboren wurden. Geschafft. Brianna Ashworth ist keine Hexe mehr. Sie Monster, sie wissen nicht, was sie getan haben. Eine großartige Blüte verwelkt und vergeht. Das ist erst der Anfang. Sie haben alles besudelt. Dafür werden sie bezahlen. Oh, Brianna. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Der Gedanke, dich nur noch so blass und traurig zu sehen, das ist zu viel für mich. Dann geh doch sterben. Dafür hasse ich sie, Corvo Artano. Ich frage mich, wenn sie keinen Hass hätten, Delilah, was hätten sie dann? Ja, dafür hassen wir dich. Du hast mir eine kleine Emily. Nee, das ist nur. Das ist nichts zum Lesen. Ich sehe Zettel und denke schon, ah, oh, nur mehr vorlesen, noch mehr vorlesen. Ach, hey, ach, hey, ach, hey, ach, hey, aber nee. Nee, nee, ist nicht so. Sie flackert. Ich glaube, sie hat einen epileptischen Anfall. Geh am liebsten mal zum Arzt, Delilah, und lass dich reparieren, sodass du auch wieder sterblich wirst. Please. Ist das okay? Nein, schick. Natürlich ist das nicht okay. Was denkst du dir nur dabei? Ist auch nur das Schwert. Geh jetzt nicht zurück und hol mir. Ne, Flaschen zum Werfen. Kuscht euch! Benutzen wir mal hier ein paar Dinge. Der Wand verschmolzen. Alter, was viele tote Leute, die hier hingeschleppt haben, euch an die Blutfliegen zu verfüttern. Einladender Wirt! Gut, ich fresse auch meistens. Tierbeherrschung dauert etwas länger an. Obwohl, so. Ich beherrsche eher Menschen und nicht Tiere. Da muss ich mir Tiere beherrschen schicken. Mr. Bluefliege. Ach so, ganz in der Nähe. Yum, yum, yum. Faulte Dinger. Mehr tote Leute. Ein
bewusstlose Hexen. Ja, die sind alle bewusstlos geworden, weil wir die Linse ausgetauscht haben. Und Ashworths Verbindung zum Nichts unterbrochen haben, sodass sie keine Hexe mehr ist. Deswegen sind jetzt alle Hexen hier drin bewusstlos. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe umsehen. Einfach alles essen. Verdammter Hals! Unfertiger Brief an Abigail. Liebe Cousine, wir brauchen ein paar Haare von dir, von ihm. Und ein Taschentuch. Fass alles so wenig wie möglich an, wickle es in Waschpapier und schicke es zu mir. Den Rest erledige ich. Das Pech soll ihn dann bis zu seinem Tod verfolgen. Ach, mach dir eine Voodoo-Puppe. Keine Frau soll so einen Tattergreis heiraten müssen, wenn ich nur an seine widerlichen blauen Lippen denke. Mein armes Täubchen, aber Onkel Max hat endlich eingesehen, dass die Hochzeit ein Fehler war. Ich schicke dir auch etwas für dein Teint. Alicia. Meint ihr den Kerl, den Ashworth heiraten sollte? Würde ich jetzt sagen. Sie bauen eine Voodoo-Puppe von ihm. Voodoo-Püppchen, Voodoo-Püppchen. Hatten wir dich auch schon? Ja, du bist neu, okay. Verstaub. Brauche alles nicht. Und du führst einfach nur in den anderen Raum. Dich hatten wir aber schon. Warum sollte ich extra Ratten? Dafür benutze ich mal. Die Tür ist offen. Im Gegensatz zu der Türe. Das ist Sicherheitsraum. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Dann passieren böse Dinge, Chicken. Ja, Thief 2 all over again. Noch mehr Chloroform. Naja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aber neue Pistolenkugeln könnte ich gern mitnehmen. Und der Prototyp. Dich nehme ich auch mit. Lass mal wieder speichern. Save early, save often. Also speicherst du gar nicht, Chicken. Doch, ich spamme den Quick-Save-Button. Merkt ihr das etwa nicht? Ich fühle mich immer so nackt, wenn ich ihn nicht spammen kann. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Dort hinten. Ja, renn! Corvo, renn! Bleib nicht stehen! Renn! Hexen hier nicht auch irgendwo in der Nähe von einem Brunnen? Ich hoffe, die sind da nicht reingefallen. Ja,
Also als ich das hier privat gemacht habe, im Schwierigkeitsgrad, hier im niedrigen Chaosfaktor, hatte ich so Glück, dass niemand dabei gestorben ist. Aber zum Beispiel, wenn man die Linsen austauscht und das dann aktiviert, um Ashworth zu neutralisieren, kann es auch sein, dass die Hexen vom Kronleuchter runterfallen und dabei sterben. Wo führst du hin? Etwas rausgeführt, stimmt. Chicken, versuchst du gerade wirklich, dich in diesem Gebäude zurechtzufinden? Ist das verboten? Ja. Jetzt auch raus. Aber wir haben noch nicht alles durchsucht. Sodass du nicht wieder in das Kartenhäuschen oder was auch immer das ist, zurückgehst. Wo die Leute halt Kohle blechen müssen für den Eintritt. Habt ihr noch irgendwas dabei? Bewusstlos. Ich will nicht, dass die Ratten euch heimsuchen, ne? Ich sehe jetzt aber jetzt schon kommen, dass irgendwo eine tote Person rumliegt. Was habe ich gesagt? Ja. War wahrscheinlich hier auf der Schildkröte. Ist dann halt runtergefallen. Eine tote Person, ich habe eh schon gespeichert. Du wirst hoffentlich die einzige tote Person bleiben. Weißt du was? Dann verfüttere ich dich an die Fische. Hier sind doch Fische drin, oder? Ja. Ja, lasst es euch schmecken. Ist eh tot. Okay, und das Hündchen ist auch nicht hier. Hier wäre nämlich der Schädel eines Wolfshundes gewesen. Und verschwinden die auch. Hauptsache, die Fische sind noch da. Und die Ratten. Das Wichtigste von allen. Das waren nur meine eigenen Füße. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Restricted Area. Dafür, dass da nur die Mitarbeiter hin dürfen, gibt es da irgendwie nichts. Und hier geht's wieder runter in den Keller. Warte, das Kabelwerkzeug kann ich doch mitnehmen, um es wieder aufzufüllen. Das nehme ich einfach mal mit. Der hängt mich schon ab. Dein Kleingeld brauchst du ja nicht mehr, ne? Das verfaulte Essen, ja lecker. Ich wollte gerade sagen, solange es kein Schimmel ist, ist es ja in Ordnung. Aber verfault ist Schimmel. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Ah, sonst hättest du dich wieder lächerlich gemacht, Chicken. Aber hey, wann tue ich diesmal nicht? Hier waren die Dinger. Was passiert, wenn ich den Aufzug hier auch zum Abstürzen bringe? Gibt's auch hier einen Geheimraum?
Nö. Naja, Aufzug brauchen wir eh nicht. Lauf die Treppe, ist gesünder. Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Er hat so viele Dinge erfunden. Oh, ja. Fast.